Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Adventskalender-Unboxing für euch und zwar auch wieder eins, was so eher unbekannter ist wahrscheinlich auf YouTube. Ich habe einen Adventskalender auf Amazon entdeckt wieder und fand ihn einfach so, so hübsch. Einfach mega, mega niedlich mit dem Einhorn drauf. Es ist einer von Sinsay, der Magical Christmas Adventskalender. Und ich fand es einfach so süß, ich musste es kaufen. Der Adventskalender kostet 7,99 Euro, das heißt, wir bezahlen 33 Cent pro Türchen. Und das fand ich schon sehr, sehr süß, wenn man das bedenkt, ist ja so mancher Marken-Schoki-Adventskalender sogar teurer oder genauso teuer. Und das ist ein weiterer Schmuck-Adventskalender und ich dachte, wir schauen einfach gemeinsam rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Unboxing. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Adventskalender-Unboxings dieses Jahr zu verpassen und auch keine weiteren Videos aus dem Drogeriebereich. Ich hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Wir legen direkt los mit Türchen Nummer 1. Das hier oben, das raschelt schon. Und wir haben das auch hier wieder, dass die Türchen mit Seidenpapier dann nochmal verschlossen sind. Das finde ich richtig cool. Und wir haben hier als erstes im Türchen Nummer 1 einen Charm-Anhänger wieder. Und zwar in Silber. Es ist ein kleiner Regenbogen. So sieht das Ganze aus. Und ich finde es auf jeden Fall super, super süß gemacht. Ich denke, wir werden jetzt zusammen herausfinden, ob das ein Adventskalender ist für alle, die eben auch so ein bisschen kitschigere Sachen mögen. Oder ob das dann eher für Kinder konzipiert ist. Wir werden einfach schauen. Es stand nicht wirklich was dabei. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 2. Aber ich denke, wir werden hier wieder viele Charms finden. Wir haben als nächstes im Türchen Nummer 2 direkt ein kleines Einhorn mit einer Regenbogenmähne in Pastellfarben. So sieht das Ganze aus, wieder mit einem silbernen Charm-Anhänger. Und es fühlt sich auch wirklich gut an, also nicht so billiges Plastikmäßig, sondern die sind schon schön so metallend. Metallend? Metallernd? Metallisch! Oh, metallisch natürlich. Nummer 3. Für das Öffnen der Türchen braucht man auf jeden Fall ein Hilfsmittel. Also nur so funktioniert es leider nicht. Für alle Musikfans hier draußen ist ein kleiner Notenanhänger drin. Ich finde aber, weil die Produkte, die einzelnen, auch jetzt wirklich einen hochwertigen Eindruck machen, ist es für mich okay, dass es ein bisschen schwerer zu öffnen ist. Nichts ist so schwer zu öffnen wie der Essence Adventskalender bisher. In Türchen Nummer 4 haben wir einen kleinen Lolli, ebenfalls in Pastellfarben hier enthalten. Das gefällt mir auch sehr gut, dass es nicht so super kitschig knallig ist. Die Nummer 5 hält für uns einen kleinen Regenschirm bereit. Den kann man jetzt sehr gut gebrauchen, wenn ich nach draußen schaue. Und wir haben im Regenschirm noch kleine pastellfarbene Herzchen enthalten. Jetzt sind wir schon bei Nikolaus, die Nummer 6. Ich muss sagen, was ich jetzt schon zu bemängeln hätte, wenn ein Armband enthalten ist, ich weiß es irgendwie gerade gar nicht, dann ist es, dass das Armband nicht zuerst kommt, weil ich finde es immer so ein bisschen schade dann, wenn man diese ganzen wunderschönen Charms hat, aber kein passendes Armband. Also, falls ihr ein Armband in Silber zu Hause habt, könnt ihr direkt loslegen. Aber ansonsten auch für das nächste eine schöne Sternschnuppe, ebenfalls wieder in Pastellfarben. Es ist einfach cooler, wenn sowas dann direkt am Anfang dabei ist. Aber es kann sein, dass hier nur Charms drin sind und sowieso vorausgesetzt wird, dass man eben noch ein Armband zu Hause hat, was man benutzen kann dafür. Und wir werden es herausfinden. Dann finde ich bisher super. Ansonsten wäre es klüger, das, glaube ich, zu wechseln. Nummer 7. Wir haben noch einen Charm-Anhänger mit Noten. Auch natürlich wieder in Silber, wie der restliche Kalender auch. Und weiter geht's mit der Nummer 8. Also bis jetzt gefällt mir die Auswahl sehr. Vor allem auch diese Mischung aus rein silbernen Anhängern und pastellfarbenen Anhängern. Das sieht auch sehr süß aus. In der Nummer 8 verbirgt sich ein kleines Herz mit rosanen Steinchen. Sehr, sehr niedlich. Und wir machen weiter mit der Nummer 9. Jetzt, wo ich die ganzen Musikinstrumente sehe, spielt ihr ein Musikinstrument oder habt ihr vielleicht mal gelernt, ein Musikinstrument zu spielen? Also bei mir war das nie Pflicht in der Schule, aber ich habe Keyboard gespielt und möchte unbedingt gerne irgendwann auch nochmal ein eigenes Klavier haben. Ist ein ganz großer Traum von mir, irgendwann so ein kleines Klavier auf jeden Fall im Wohnzimmer zu haben in der Zukunft. Und wir haben als nächstes ein
Zauberstab, glaube ich. Auch der hat Pastellfarben. Mit der Nummer 10 nähern wir uns der Halbzeit. Das sieht ja auch lustig aus. Es ist ein kleines rosa Herz enthalten, das eine Krone trägt. Das ist so süß. Und ich glaube, ich entscheide gerade spontan, den Inhalt hier zu verlosen. Also, falls ihr dieses Set haben wollt, was am Ende hier rauskommt, natürlich ohne den Kalender, weil ich öffne ihn ja gerade, aber falls ihr den Inhalt haben möchtet, um ihn vielleicht selbst in einen selbstgebastelten Adventskalender hineinzugeben, dann schreibt mal den Hashtag in die Kommentare. Oh nein, ich habe das nächste Türchen schon geöffnet. Den Hashtag Pastell. Und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag. Also nicht nur den Hashtag, auch einen Kommentar. Und schreibt mir noch dazu, wie ich euch erreichen kann. Im Türchen Nummer, was habe ich gerade auch gemacht? 11. Genau, in 11 ist dieses super süße Einhorn mit den goldenen Flügeln. Und wir sind bei der Hälfte angekommen. Die Nummer 12 machen wir jetzt auf. Ich habe ja auch schon einen anderen Charms Adventskalender geöffnet mit Disney. Schaut auch sehr gerne dort vorbei, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Und das, oh, das ist wirklich süß. Hier steht einfach Happy drauf und wir haben das Ganze auf Regenbogenpastell. Sehr schön. Jedenfalls gefällt der mir hier noch ein bisschen besser als der Disney Charms Adventskalender. Da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen, falls ihr auf der Suche nach sowas seid. Die Nummer 13 ist eine super kleine, süße Wolke, passend zum Regenschirm, den wir ja auch schon hatten. In der Nummer 14 verbirgt sich ein weiteres Einhorn. Das ist aber ein bisschen anders gestaltet als die anderen, die jetzt schon enthalten waren. Auch wieder mit Pastellfarben. In der Nummer 15 haben wir eine kleine rosafarbene Schleife. Traut euch, macht sehr gerne mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, wenn man Gewinnspiele macht, dass es dann oft so endet, dass sehr viele Leute plötzlich Kommentare schreiben und an dieser Stelle... Oh nein! An dieser Stelle möchte ich noch sagen, ich freue mich immer darüber, wenn ihr kommentiert. Nicht nur, wenn es was zu gewinnen gibt. Das bedeutet mir sehr viel. Und gerade so die Leute, die wirklich immer nur schauen und nie schreiben. Lasst heute einfach mal nur ein Emoji da, damit ich weiß, dass ihr da seid. Im Türchen Nummer 16 ist eine kleine Daisy. Süß. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr niedlich. Die würde ich doch glatt selbst behalten, aber dann ergeben die Anhänger ja keine 24 Stück mehr. So, wir machen weiter mit der Nummer 17. Die ist mir immer besonders wichtig. Noch hier haben wir ein Einhorn. Hier diesmal nur den Kopf mit Mähne in Pastell. Und was hält die 18 für uns bereit? Einen weiteren Charm. Und zwar ist es ein Stern mit einem Steinchen drin. Da muss ich sagen, das finde ich sieht jetzt nicht so schön gemacht aus. Nummer 19. Es ist ein Charm mit Form eines Herzens und einem Regenbogen. Der glitzert. Also das Herz glitzert mit dem Regenbogen. Der Regenbogen nicht. 20. Wir kommen dem Ende entgegen. Oh, ein weiteres Einhorn, dieses Mal nur mit einer fliederfarbenen Mähne. Nein, die 21 ist eine Katze, eine weiße Katze mit einer goldenen Krone. So süß. Die 22, wir haben ein weiteres Einhorn und auch hier wieder mit einer Mähne im Pastell. Die 23... Die 23 ist dann das Armband. Das ist so ein Plastikarmband, so eine Plastikkette, wisst ihr, mit den einzelnen größeren Gliedern. Ich frage mich jetzt, was in der 24 kommt, aber ich weiß nicht, dann hätte das irgendwie in die 1 gemusst, finde ich. Also gerade wenn das Kinder auspacken, ich habe das auch in meinem anderen Video schon gesagt, Kinder wollen immer alles sofort ausprobieren und wenn sie dann 22 Tage darauf warten müssen, das Armband auszupacken, um die Charms dran zu machen, verlieren die ja die Lust. Ah!
In der 24 ist dann noch eine Kette enthalten in so einem Pink. Man könnte natürlich auch schauen, wie oft kriegt man das vielleicht ums Handgelenk. Ich glaube, bei mir geht es auf jeden Fall dreimal drum. Dann hätte man das halt so und könnte die Charms dran machen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen euer Style. Das gibt es ja auch, ne? Auch Erwachsene mögen sowas. Müsst ihr natürlich einfach schauen. Also Kette und Armband in der 23 und der 24. Ich finde, die hätten an den Anfang gehört. Die Charms sind wunderschön. Mir gefallen nur zwei von der Verarbeitung nicht ganz so gut. Der Rest sieht großartig aus. Wie gesagt, denkt da dran, ich möchte das Ganze gerne an euch verschenken. Vielleicht möchtet ihr ja euren Kindern was machen oder also selber basteln Adventskalender oder ihr möchtet das vielleicht sogar für euch selbst einfach nur so. Schreibt sehr gerne das in die Kommentare. Ich los dann aus. Alles dazu in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video war unterhaltsam und hilfreich für euch. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!